Hallöchen und willkommen zu GTA Online. Zusammen mit der ganzen Crew, leider ohne den Dennis heute. Die ganze dafür Crew mit dem, ohne Dennis? Ja, sorry. Ohne Dennis, ja, dafür mit dem Currywurst. Und natürlich hallo. Mit allen anderen auch. Hallo, ja, hallo. Hallo, hallo. Ja, und ich erkläre direkt zurecht mal, was die Challenge ist. Und zwar haben wir uns überlegt, wir suchen uns heute gegenseitig. Also Verstecken spielen. Und ich bin hier auf der Baustelle, wo sich die anderen versteckt haben. Und wir haben alle das HUD ausgeschaltet, also die Karte unten links, ganz wichtig. Oh. Also Pandoria ist schon mal gestorben. Warte, hast du die schon gefunden? Warte, ich mach das HUD nochmal eben aus. Ich habe das noch angehabt gerade. Ich mach das jetzt Das ist ja. Ich dachte, wir machen das jetzt in der Aufnahme hier. Also ich habe mein Radar ausgeschaltet schon bereits. Man sieht es auch bei mir. So, alle müssen aber aushaben. Ich bin super versteckt, ne? Hier auf der Baustelle. Das Areal ist nur diese Baustelle, wo wir uns verstecken können. Auf dem wir uns jetzt hier alle befinden. Und der Benny ist der Striker, der Killer, der Jäger. Er wird uns suchen. Überhaupt nicht gut versteckt. Genau, ich hab eine AK in der Hand. Aber ich hatte Benny gesehen. Und sobald ich war... Oh, Tobi! Nein, Alter! Gefunden. Tobi ist schon raus. Und das ist allerdings aber Tobi ist auch nicht kein down, Verstecken. Jetzt schießt die Polizei auf mich. Tobi ist noch nicht down. Cool. Ich aber du lässt immer ich wieder bin rein. Ich bin down, Doktor. Es gilt aber erst beim Kill, oder? Ja, ja, er ist gekillt worden. Hab mich gekillt. Achso, also es gilt der Kill. Ich krieg die Meldung ja gar nicht mehr. Nee, du siehst es nicht mehr, aber es gilt der Kill halt, ganz klar. Also, wer weiter laufen da kann, der kann auch noch weiter sich verstecken. Der Benny muss denjenigen töten. Wir dürfen uns allerdings nicht wehren. Wir dürfen halt auch nicht schießen. Wir sozusagen, Gronkh hat's gut beschrieben, die Kaninchen. Ne? Kaninchen, der ist der Hund. Der Jägershund. Ist er hinter dir her? Ich habe euch übrigens eben gesehen, aber ihr mich nicht. Sehr schön. Ja, ich suche euch immer noch. Seid ihr denn alle auf dem Boden oder seid ihr hochgeklettert? Das wird natürlich auch verraten, ne? Ich dachte, man kann ja mal fragen. Was ist das denn? Alter, ich versteck mich so gut. Man könnte das natürlich auch noch ausbauen, dass der getroffen wird, ist ja auch interessant, dann der Jäger wird. Und er eine kurze Zeit hat wegzulaufen. Boah, so hasch mich, ich bin der Mördermäßig. Ja, genau. Ist auch geil. Ne, vielleicht ist das noch eine geilere Idee sogar, weil dann gibt es ein bisschen mehr Abwechslung. Hasch mich, ich bin der Mördermäßig. Schon wieder der Tobi. Ich bin schon wieder. Alter, wieso tötest du mich schon wieder? Ach so. Ich bin schon raus. Oder der Tobi ist jetzt auch Killer. Ja, oh ja, so. So machen wir das. Ja, gut, boah, dass du mich gerade gekillt hast. Boah, das ist so groß hier. Das ist eine geile Challenge. Und das Lustigste ist, ich kann mich weghauen. Ja, genau, das ist eine geile Idee. So machen wir das. Ich finde das super. Ihr findet mich nie. Ihr findet mich nie, ihr Kackbratzen. Sorry für den Kraftausdruck. Entschuldigen Sie bitte. Aber es ist ja ab 18 dieses Jahr. Kackbratzen. Ja, ich traue mich, das andere Wort zu sagen, was ich jetzt natürlich entgegenbringen wollte. Sag doch mal. Nee, das traue ich mich nicht. Traust du dich nicht, hast Angst vor dem Board selber. Das hat mit Hinterteilen und Fäusten zu tun. Ach ja. Machst du jetzt einen auf anständig oder was? Man könnte ja, das Spiel sogar noch in anderen Modi spielen und es erschweren, indem man beispielsweise sowas macht, dass die Cops, wenn die einen dann killen, dass man dann auch rausfliegt als Killer. Aber das machen wir jetzt nicht. Können wir ja mal Version 2.0 irgendwann machen. Ich finde es aber cool, dass man zum Killer wird. Wo seid ihr? Oh Mann, oh Mann. Was denn? War das? Was denn? Was passiert da bei euch? Was passiert denn gerade bei euch? Da! Da! Nein, du hast nichts gesehen. Ich hab ihn gesehen. Komm her, Curry. Ich höre Schüsse. Mist, ey, der ist aber auch schneller. Der rennt weg. Ich höre gerade einen Schreien. Lass mich in Ruhe. Ach, komm her. Hey, der hat ja, ja, Curry, du schaffst es, Mann. Ey, wer schießt auf mich? Oh, da fällt jemand runter. Die Pandoria, ich da hab sie. Da ist einfach jemand abgestürzt. Ich hab die Pandoria. Hast du sie? Oh ja. Ja. Ich würde gern sehen, wer gekillt wurde. Oh Mann, jetzt hab ich den Curry verloren. Ja, du hast ihn wohl ja so oder so. Der Curry King lebt im Kühlregal, da musst du mal genauer gucken. Nein. Wenn ich ihn jetzt noch treffen würde. Und der Tobi rennt die Treppe runter. Oh, ey. Das kann boah, ja wohl ihr wart gerade beide auf derselben Etage. Nein. Kann das sein, dass die Bullen angreifen? Ja. Oh. Bist du runtergesprungen? Ja, ich bin runtergesprungen. Geh mal unten gucken.
Ey. Alter, diese blöden Polizisten. Für Notfall. Nur für Notfall, liebe Zuschauer. Ich frage mich, wo der Sachi sich versteckt. Ich bin super gut versteckt. Ich auch. Ich auch. Du bist gestorben? Ja. Ich nicht. Das kann man natürlich perfekt aus mehreren Perspektiven auch sehen. Der beim Benny natürlich jetzt besonders spannend, weil der Jäger am Start ist, der Jägersmann. Ja, und beim Tobi auch. Tobi, hast du jemanden gerade? Nee, ich habe nur die Pandoria bis jetzt erwischt. Die anderen beiden noch nicht. Aber uns kriegt ihr nie, uns kriegt ihr nie, kleinen Bitches. Sind wir ja, ich glaube, siehst du, wir sind, manchen sind wir doch Pro-Gamer. Im Verstecken wie die Hasen. Ja. Sind oh, warte mal, da unten ist jemand, Oh, oh. Hi! Nein, verdammt! Mann, der Tobi! Was hat mir von den Augen knallt? Tobi, das nehme ich der Böse. Ey, bin ich der Letzte? Wir wollten uns den Böse, das geht nicht. Ich lebe auch noch. Ah, diese blöden Bullen. Der Currywurst lebt auch noch, du bist entkommen, ne? Boah, Curry hab ich vorhin gesehen. Ja, Curry sehe ich auch. Hi, Curry. Oh! Pandoria! Hallo, wo ist denn die Baustelle? Pass auf, da rennt Pandoria, Curry! Ja, ich weiß. Nein, nicht da lang! Renn zurück, jetzt runter! Die hängt fest an der Wand. Bin ich denn jetzt respawn? Die ist ganz woanders, die ist immer noch da hinten. Renn ruhig weg. Ach, geil, ich kann ja voll die Hinweise geben. Bleib da hinten ruhig, versteck dich da hinter diesem kann ich ja nicht sagen was. Okay, gut. Ja, du bist sicher. Pandoria ist da immer noch an der Wand. Oh! Alter! Ich wusste, du versteckst hier irgendwo im Kran! Ich hab's genau gewusst! Wie geil! Ja, musste ich ja, ne? Alter, gezielter Blattschuss! Schön, schön, echt schön! Aber gute Position! Ja, muss ich sagen. Geil, hat Spaß gemacht. Ich wollte, hab mir sogar den Fallschirm schon für Notfall lösen, falls einer hochkommt. Ach, geil! Ich hab dich gerade weggesnipert einfach von unten. Ja, aber nice. Also, du wusstest halt auch, ne? Weil ich das irgendwo muss ich es ja sehen alles. Ne? Ja, na klar, deswegen. Das war der Hinweis. Aber ich dachte, ich helfe dem mal. Dachte, wenn du was siehst, ich hab auch überlegt, soll ich was sagen oder nicht? Aber ich dachte, dann Curry rettest du jetzt den Arsch. Dafür habe ich ja Assist, habe ich auch noch einen, weißt du, ein Assist. Ah, Zweiter und Assist. Aber Curry ist immer noch drin, ne? Ja, ich weiß ja, wo er ist. Ach so. Ich bin auch genau hier stehen geblieben. Glaube ich sogar. Ja, stimmt auch. Oh, ja. Hast du ihn? Ich dachte, ich hatte einen Fallschirm, aber irgendwie wollte der Fallschirm nicht. Achso, okay, Curry hat Selbstmord begangen. Ja. Aber wir jagen Curry trotzdem weiter, oder? Also nee, das ist ja sinnlos, er ist ja tot, er ist ja nicht mehr auf der Baustelle. Ja, der kommt doch jetzt bestimmt wieder auf die Baustelle und versteckt sich und alle warten am Eingang. Quatsch. Der Curry muss dafür jetzt anfangen zu suchen. Ja, warte, dann versteckt ihr euch, dann bleibe ich eben weg. Okay. Boah, wie lustig das ist. Ja, das ist echt ein witziges Spiel. Das macht irgendwie sau Spaß. So, jetzt mache ich mal was anderes und gehe nicht auf den Kran, weil das ist... Kran doch ja, wohl nicht angehen. Hide and seek. Oh. Ich glaube, da hat jemand Sterne, ne? Ja, also, vier Stück. Jeder, der den umgebracht hat, hat Sterne wahrscheinlich auch. Muss ich dem Curry wieder GTA erklären, weißt du? Okay, Curry, geht's schon los, ja, ne? Ja, wenn ihr bereit was? Seid. Ja, ach so, ich würde sagen. Was? Das Geile ist, dass er hier jetzt schön mit seinem Scheinwerfer hier rumscheint. Immer auf irgendeinen Spieler. Das wäre aber nicht so gut. Das würde ich nicht so begrüßen. Ja, das ist oh, finde ich gar nicht so schlimm. Also ich laufe jetzt los. Ich suche jetzt. Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, Mist. Hinter mir, vor mir, giltet nicht. Der schießt irgendjemand. Ja, ich liefere mir gerade noch ein Duell mit den Bullen, ich habe 4 Sterne. Ah. Ach so, Alter, Deluxe oder was? Ja, natürlich. Geil. Gangsterbraut. Alter, typisch der Darmstadt-Gangster. Oh nein! Pandoria hat mich erschossen, das zählt natürlich jetzt nicht. Huch, warum erschießt die Pandoria dich denn? Ja, weil die dachte bestimmt, das Spiel wird killed oder was. Ach so. Oh, das war blöde. Ich hatte ein gutes Versteck. Ah, ich bin auch tot. Jetzt habe ich auch keine Polizei mehr. Wir hatten dich erschossen. Ach, gut. Polizist bestimmt. Aber da darf ich ja nochmal weitermachen jetzt, oder? Weil ich bin einfach hier vorbeigelaufen. Das wäre ja sonst gemein. Ach du Scheiße. Oder ist Pandoria jetzt auch Sucher? Sollen wir die einfach als Sucherin ummünzen? Ich weiß gar nicht, ob sie weiß, was wir hier gerade machen. Genau. Aber ich glaube schon, eigentlich dann schon. Kann mich einfach nur mal voll Blei pumpen. Gut, das kann ja nie falsch sein. Oh! Weißt du? Ah, das waren Cops da hinten. Man darf theoretisch auch Fahrzeuge benutzen, oder? Fahrzeuge auf der Baustelle? Meinst du nicht, das ist ein bisschen sehr unauffällig? Ja, aber theoretisch nicht so tragisch. So,
Solange ich auf der Baustelle bleibe. Müsste das doch gelten. Na, wie gehen wir denn mit dem Pandoria vor? Zählt das, dass ich gestorben bin, oder zählt das nicht, oder? Steig einfach wieder ein als Versteckerli. Ja, die Pandoria versteckt sich auch gerade hier. Ach, siehst okay. Du, na dann. Ich glaube, sie hat's verstanden. Okay. Ah, okay. Vielleicht hat sie gar nicht mitbekommen, dass eine neue Runde anfängt oder so. Das muss man ja eher so eruieren. Ach, du heilige Scheiße. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Boah, das traut mich nicht. Hallo. Ja, so, das war Pandoria. Okay, Pandoria ist also damit jetzt Suchende auch. Hide and Seek. Tja, ich glaube... Lachst du, als hättest du das Versteck? Ich hab das ultimative Versteck. Oh nein, der Benny ist in die Tiefe gestürzt. Warum macht er denn sowas wieder? Aber ich bin nicht gestorben. Nee, du lebst noch. Ach so. Der Benny ist noch drin, aber er ist in die Tiefe gestürzt. Stell dich, ja. So. Warte, das ist doch Pandoria, ne? Ich glaube, Pandoria hat nicht gemerkt, dass sie mich jetzt killen muss. Sie ist irgendwo weggesprungen. Ach, umso besser für mich. Habe schon Angst vor dir. Ich würde gerne... Das geht gar nicht. So, wie mache ich nochmal das Licht aus vom Fahrzeug? Geht das noch? Ich glaube, nach rechts gedrückt halten auf dem D-Pad. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Ich glaube, einen der Sticks reindrücken, oder? Oder? Stimmt. Vielleicht auch nach rechts drücken. Ich habe bei Puller in der Hose. Nee. Rechts drücken einfach. Kurz nach rechts. Ah, ja, okay. Ah. Hallo. Was denn? Wer wird denn da gerade erschossen? Nein! Scheiße. Oh. Also, ich hab ein super Versteck, Freunde. Ich glaube, da kann ich mitreden diesmal. Boah. Oh Mann, ach so, vielleicht bin gerade gestorben, die Polizisten. Ach du Scheiße. Du darfst natürlich wieder rein. Tja, also. Also du bist Spaß beim Suchen. Ich bin auch gut versteckt. Hundertprozentig. Nur da komme ich nicht hoch. Wer ist auf dem Kran? Da war ich ja eben. Also ich nicht. Ich meine auf den gelben. Ganz, ganz oben. Ja, das ist der Gronkh. Ja, genau. Auf dem gelben Kran. Ja, bist du doch. Habe ich dich auch eben gesehen, Gronkh. Ach so. Ja, na dann viel Spaß beim Hochklettern. Alter, ist schon ein Riesenareal, aber eben hat's ja schnell geklappt. Also Pandoria, Tobi ist jetzt auch Sucher, ne? Ja, wir sind jetzt zu dritt. Ja. Walle! Alter, es ist so still geworden. Wir versuchen mit zu reden. Das ist doch geil. Was war denn? Ich sehe ihn nur vom Motorrad steigen. Ich hab mich so gesteckt. Ich wollte dir so um die Säule die ganze Zeit mit dir rennen, weißt du? Alter, wie geil. Das war nice. Okay, wer ist jetzt noch drin, ne? Der Benny und der Gronkh, ne? Ja. Ja. Bin echt mal gespannt, ob ihr mich findet. Das bin ich auch. Ja, Tobi, nur vom Rumsitzen findest du keinen. Nee, ich versuche aber ein Fahndungslevel noch schnell loszuwerden. Ach so. Ein Fahndungslevel. So schnell. Ja. Ich check mal was ab. Ich glaube, ganz unten ist keiner mehr. Wie er sich freut. Natürlich. Ich meine natürlich, hey. Der sitzt wahrscheinlich irgendwo, wo er uns alle sieht. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Muss mir die Zeit lassen. Merryweather ruft mich an, was soll das denn jetzt? Oh nein! Hm? Oh nein! Ich hab den Benny erwischt! Oh Mann! Ich hab mir schon gedacht, dass du mich... Ich hatte voll Zeit, so. Ich war den ganzen Kran, hab dich noch beobachtet, wie du da sitzt. Ganz gemütlich zur Brüstung gegangen. Ich dachte, du siehst mich nicht, ey. Nee. Extra nichts gesagt. Aber gut. Lalala. Das ist schon lustig. Also suche ich jetzt auch den Gronkh. Auf dem gelben Kran ist er, glaube ich, schon mal nicht. Bin ich der Letzte? Der Letzte? Ja. Ja. Tobi, bist du auf dem gelben Kran? Das ganze Ding in die bist Luft, du wirklich dahin gelaufen? Nee. Ich habe mit dem Sniper geguckt. Ach so. Der ist auf dem gelben Kran. Nee, ich glaube nicht. Ich habe auch vorhin geguckt. Aua, was schießt er auf mich? Ach, das ist schön. Ach, die Cops. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Am Ende sitzt er irgendwo im Kastenhäuschen oder so. Scheiße, mit den Cops, die an mich schießen. Könnte es der da hinten sein? Das ist ja auch ein geiler Kran. Hier gibt's echt coole Verstecke. Das stimmt. Bist du das, Benny, auf dem anderen Kran? Ja, das bin ich. Okay. Ist das entspannend. Wer ist das, der da hinten rennt? Oh, das bin ich. Curry bestimmt, ne? Blaues Shirt bist du, ne? Ja, genau, ja. Da ist der nicht drauf. Ich kann das alles beobachten. Tobi, Curry, ihr könnt da runtergehen. Da ist der nicht drauf. Auf dieser Plattform auf keinen Fall. Wenn dann in der anderen Seite, in dem richtig großen Gebäude. Okay. Ich kann das hier ganz gut einsehen. Also oder in der Etage tiefer. Aber niemals auf der ganz oben im Dach. Der ist einfach in so eine Wand geglitscht, wisst ihr? Ja. Ich hab mich verkleidet. Ach, jetzt schießen hier die Kack-Cops auf mich die ganze Zeit, wollen mich umbringen. Die Frage ist, haben wir auch ein Zeitlimit eigentlich, an das wir uns halten wollen, pro Runde? Weil sonst, ich weiß nicht, ob ihr mich finden werdet, ehrlich gesagt. Sonst kann man ja auch gar nicht gewinnen, ne? Als sich verstecken bleibt. Ja. Ja. Zeitlimit festlegt. Okay, dann sagen wir, der Gronkh hat gewonnen. Oder? Wo bist du denn? Müssen wir uns soll ich verraten, wo ich bin? Ja, gib mal einen Hinweis. Gib mal erster Hinweis. Ja. Ich verrate es am besten gleich. Nee, erster Hinweis. Erster Hinweis ist, man kommt da eigentlich gar nicht hin, normalerweise. Ah. Oh nein. Ja, dann bist du irgendwie geglitscht, ne? Da bist du eigentlich reingefallen oder so. Nee, ich bin einfach auf einem hohen gelben Kran, hab meinen Fallschirm genommen und bin oben aufs Gebäude drauf. Und hab mich dann in der unteren Etage davon versteckt, wo man aber normal nicht hinkommt von unten. Ach so, das sind die nicht. Ja, super geil. Und ich sehe euch vorbeiklettern da. Da habe ich gerade, glaube ich, den Curry hoch dann sehen. Da bin ich mit dem Fallschirm runter. Ach so, irgendwer ist da hochgeklettert auf den Kran. Da bin ich mit dem Fallschirm dann runter. Ja, der okay, da musst du. Ja, ich war mit dem Kran. Ich war da. Ich muss dann erstmal springen jetzt, weil sonst komme ich hier ja nicht runter. Boah, hier oben ist aber auch schön. Mal gucken, ob ich dich sehe. Also, ich wäre bereit. Also, ich bin jetzt quasi in der obersten Etage und jumpe jetzt einfach mal runter. Ach, hier ist noch ein Fallschirm. Dann jumpe ich jetzt mal mit dem Fallschirm runter. Du musst jetzt eh suchen. Aua. Gregor, ne? Das war da doof. Vorne. Jetzt bin ich einfach hingefallen. Okay, Gregor, du musst suchen. Okay, jetzt mal gucken hier. So, ich komme aber erstmal runter, ne? Ich konnte euch so lange verstecken. Ich sehe sowieso alles von hier oben. Ich bin dabei. Good morning, people. So. Also ich stehe jetzt vorne an der Haltestelle von der Bahn und warte noch ein bisschen, ne, bis ihr euch versteckt habt. Ja, und dann sagst du Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay. Sagt Bescheid, wenn eine angemessene Anzahl von Minuten verstrichen ist. Ich würde sagen, du kannst loslegen, oder? Also von mir aus gerne.
Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich werde so Ablusen jetzt empfinden. Ups. Oh, wen haben wir denn da? Gott, ich wollte mal Angst machen. Oh Mann. Was denn? Bin ich schon an jemandem vorbeigelaufen? Nein. Das Spiel ist super. Ach, das ist mein Bauarbeiter. Laune. Das ist eine super Challenge. Ich hoffe, das macht beim Zuschauen auch Spaß, aber wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also auf jeden Fall, weil ich glaube beim Zuschauen noch mehr, weil du kannst ja echt gucken, wo die sich verstecken und weißt ja, wie verpeilt man dann da rumrennt und so. Wenn du das irgendwie Multiplayer schaust oder so, ist echt cool. Wir müssen es irgendwann mal hinbekommen, dass man automatisch vielleicht noch irgendwie die anderen Perspektiven reinkriegt. Das wird sehr aufwendig dann auch. Ja, das stimmt. Das wäre geil, wenn man die dann oben in klein hätte. Und dann könnte man die immer anklicken einfach und wäre dann genau zu der Minute in der anderen Perspektive. Dass man so rumswitchen könnte die ganze Zeit. Das wäre mega, oder? Das wäre richtig geil. Einfach so auf Button und dann siehst du die andere Perspektive zu dem Zeitpunkt. Müssen natürlich auch die Folgensekunden genau geschnitten sein, damit das einigermaßen klappt, aber... Ja, ist ja nicht ganz schlimm, dass man 2-3 Sekunden verzögert ist. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Man lässt halt nur eine Tonspur dann laufen. Es sind ja alle Verstecke schon abgeklappert quasi. Es werden jetzt immer bessere Verstecke, oder? Nicht unbedingt. Also meins ist total scheiße eigentlich. Meins auch eher 0815, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das sagt ihr doch nur so. Nee, meins echt 0815. Das könnte super funktionieren, das könnte aber voll in die Hose gehen. Es wird leichter, wenn man jemanden hat, der einem hilft. Aber ich krieg schon. Einen von euch krieg ich noch. Einen von euch krieg ich noch. Der Curry ist auffällig still und der Benny auch. Ja. Ich laufe hier heimlich hinterher. Ah, guck mal. Ah, nee. Ich hab nicht gesagt. Nee, ich muss es anders machen. Jetzt hier weg. Hm? Wo seid ihr? Mutti hat Kekse gebacken. Was macht ein Pandoria da? Schöne Perspektive so. Was ist das denn? Hör ich das gerade richtig? Ja, ihr findet schon. Ihr mich nie. Hier findet ihr mich wirklich nie. Ah, hi Walle. Total spannend jetzt gerade hier. Ja, ich finde einfach keinen von euch. Jetzt habe ich mich gerade von einem Motorengeräusch ablenken lassen. Boah, die Baustelle ist echt groß, verdammt. Ich habe echt, vielleicht, das ist echt ein cleveres Versteck sein. Uah. Ich weiß aber nicht, ob das einer von uns ist, verdammt. Weil jetzt die ganzen Bauarbeiter ja noch rumlaufen. Verdammt, hätte ich mal geschossen. Ja, schieß einfach drauf, dann hast du nur die Cops am Arsch, theoretisch. Ja, genau. Wirf einfach mit Hartbomben. Nein, ich bin so doof! Sie umgebracht. Alter, ich dachte aber jetzt. Oh nein, nicht wieder. Ich meine natürlich, das war echt. Und vor allem, ich habe das vorhin noch gesehen und habe abgebremst und jetzt laufe ich da voll rein. Oh Mann, wie letztens da beim Italiener wurde voll die Glasscheibe. Hä? Dann waren wir nochmal beim Italiener. Wieder, weil er wieder seine romantischen Gedanken hat, weißt du? Ah, da war ich mit dem Erik beim Italiener. Zündet sich abends eine Kerze an, macht eine Pizza, weißt du? Voll romantisch, genau. Wie du in die Glasscherbe gerannt bist. Ich sehe ein Traum. Kann das sein, dass das Baustellenareal doch sehr groß ist? Ja. Etwas? Oh, ich bin der schlechteste Sucher der Welt, glaube ich. Vielleicht.
Sag mal, hört ihr eigentlich, wenn bei mir das Handy klingelt? Das wäre auch interessant zu wissen. Ob ich euch zum Beispiel den Gronkh anrufen kann. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn für ein scheiß Fehler? Mann! Das gibt's doch nicht. Ich hab die Pandora gerade gehabt, da schreit der einfach und fällt durch so ein Gitter durch. Irgendwie zwei Etagen runter. Das gibt's doch nicht. Mann, jetzt hätte ich wenigstens die Pandora gerade noch gehabt. Ja, klein Auguste, ich krieg euch alle. Ich mach euch fertig. Ja? Ich finde es nicht. Hundertprozentig nicht. Ach toll, das war ein Bauarbeiter, der weggelaufen ist. Kacke. Darf doch nicht wahr sein, jetzt laufe ich hinter so einem scheiß Bauarbeiter her. Hast du vielleicht eine Nachricht bekommen? Ja, aber ich habe mein Hut ja aus, also mein Dingens. Ach, du siehst es nicht? Hast du mir was geschrieben? Das ist ja schade. Ja, irgendwann ist eine Einladung zum Italiener, die ich wieder nicht beantworte, weil ich schon peinlich berührt bin. Ich hatte dir was Schönes geschrieben gerade. Ich wollte dir eigentlich jetzt ganz viele Nachrichten schreiben, so wie bei Nonstop. Da steht bestimmt so Kackbuhn oder sowas. Nee. Das Liebe, was ganz Liebes. Ich wollte noch viel mehr schreiben, aber es war mir dann zu anstrengend. Was ist das denn? Boah, wo wird geschossen hier? Schießt hier jemand? Ach, ich glaube Pandora ist... Oh, wie dieser Baum... Ach schade, jetzt ist er runtergefallen. Ich wollte gerade noch die Lage korrigieren. Weil es sicherlich so unvorteilhaft war. Das dauert ja zwei Jahre, bis der Hongkong uns findet. Ja, die Pandora ist ja jetzt auch ein Teamjäger, ne? Ja. Die ist auf der Flucht gestorben, sozusagen. Das heißt, jetzt bin ich ja nicht mehr ganz so alleine. Jetzt ist wenigstens mal jemand Fähiges da. Da kann ich nicht hochklettern. Ich lasse mir extra Zeit, damit es auf meinem Channel spannend ist. Oh Mann. Ja, hier ist gerade echt lame. Sorry, Freunde. Ja, der Gronkh kann einfach nicht suchen. Das sind einfach so eine Häschen, die haben da so viel Erfahrung im Verstecken. Boah, das gibt wieder so einen Shitstorm, Gronkh. Ach, Quatsch. Man du sieht ja, ich bemühe mich, du die nicht. Nee, Quatsch. Ich bemühe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Auch wenn dann, ja genau, das ist auch gar nicht so leicht, weil es ist echt ein großes Areal, das muss man echt feststellen. Und wenn man dann nicht schnell ein paar andere Leute am Start hat, wird's hart. Das stimmt. Wenn der erste Schuss schnell kommt, dann geht's einfacher. Ja. Was? Was? Dann ist er schneller drin. Der Tobi weiß, wovon ich rede. Der ist Experte. Jetzt sollen wir dem Gronkh einen Hinweis geben. Ich gebe aber erstmal einen lapidaren. Ich sehe unter anderem grün und rot. Gib ihm auch einen Hinweis. Ich bin auf der Baustelle. Den Gronkh werde ich mit Genuss rasieren nachher. Und töten. Erst töten, dann rasieren. Oh ja, schön. Und die Fingernägel schneiden. Die wachsen ja nochmal, wenn man stirbt. Der Curry weiß, wo ich bin, ne? Der Curry weiß das. Ja, wenn du nicht woanders hingegangen bist, ja. Das Ding ist aber, das Problem ist halt, dass du es weißt, könnte natürlich auch zum Problemfall werden. Ja, aber noch bin ich ja nicht Sucher. Genau. Das heißt, du hast ein festes Versteck, du eierst nicht rum, ne? Nee, ich bin ein sehr cleveres Versteck. Ein sehr cleveres, Curry, stimmt das, dass das ein sehr cleveres Versteck ist? Ja. Ja. Also ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen, ich bin da hingefallen. Stimmt. Sah gut aus. Musste lachen. Jetzt überlege ich natürlich, wo man euch zufällig hat. Ich hab's sogar noch verbessert, Curry. Ich hab's verbessert. Ich hab's optimiert. Nachdem du mich da gesehen hast, habe ich es optimiert noch ein bisschen. Da hingefallen? Ja, das wäre schon mein erster Hinweis. Der Ball hat ein Versteck, wo man hinfällt und nur grün und rot sieht. Nicht nur grün und rot. Ich sehe auch betongrau. Ich sehe auch Boden, sehe sogar Paletten. Du bist also auf der Baustelle. Ich kann von hier aus die Wolken sehen. Ich kann auch ein paar Wolken sehen und andere Häuser kann ich auch sehen und die Säulen kann ich auch sehen. Das ist schon mal ein Hinweis. Das heißt, ich bin nicht ganz on top. Das kann ich dir mal sagen. Bin nicht ganz oben. Und ich bin in einem legalen Platz. Den kannst du erreichen. Ich habe das Gefühl, ich suche ja auch immer die gleichen Sachen ab. Hat jemand schon die Pandora gesehen eigentlich? Nee. Stellt ihr sich besser an? Ich hab gerade den Tobi gesehen. Lauf die ganze Zeit sogar schon rum mittlerweile. Ja, ich überlege auch gerade schon. Ich verzweifle langsam hier. Es wird voll langweilig. Was? Jetzt redet doch nicht so. Der Gronkh wurde schon im Kindergarten deswegen gemobbt, weil er das Spiel nicht konnte. Ich hab die anderen immer versteckt gelassen und nach Hause gegangen. Das heißt, schon Kinder verhungert, als die mit Gronkh versteckt gespielt haben.
Okay, Gronk, ich gebe dir den Hinweis, damit es schneller geht. Ich gebe dir jetzt echt einen Tipp. Ich bin ganz unten. Irgendwo habe ich mich ganz unten versteckt. Da war ich vorhin auch, aber... Also ich bewege mich nicht von der Stelle, ich bin irgendwo ganz unten. Dann kannst du mich schon mal finden. Komm ich mal so erniedrigt vor. Ja, ich habe eigentlich ein super Versteck. Ich weiß nicht mal, ob du es mit dem Hinweis finden wirst. Also ich finde es zumindest sehr solide, sag ich mal. Ja, glaube ich gern. Rot ist die Schlüsselfarbe. Das ist jetzt aber der letzte Tipp, ey. Ganz ehrlich, das muss reichen. Gebt auch mal Tipps, Jungs. Kann ich nur einen Tipp geben, damit, dass ich schon rumlaufe? Damit ich nicht noch übermorgen hier sitze, ja? Ach Mann, ey, Gangkampf jetzt auch noch. Willst du mich verarschen? Hey, auf meinem Channel geht's rund. Ja, toll. Mit Gangkampf. Alter, die haben mich getötet. Ja, ich war in der Nähe. Boah, mich auch übrigens. Das heißt, ich war nämlich die ganze Zeit auf der anderen Seite von der Baustelle. Erzählt das denn jetzt, dass ich getötet wurde von denen? Nee, komm, versteck die nochmal oder wieder oder keine Ahnung. Ist ja voll blöd. Boah, die Gangkämpfe nerven. Aber ich kann dir auch helfen, dann kommen wir heute mal zum Ende, komm, ich helfe dir jetzt. Ich hatte aber ein super Versteck. Nee, eigentlich wollte ich unbedingt, dass du mich findest, das war so gut. Dann versteck dich doch nochmal da. Aber vielleicht läufst du mir dann ja über den Weg. Aber warum wir schießen da gerade auf mich? Bist du das? Ich schieße gerade nicht, aber ich sehe da hinten die Gangs. Nee, das sind die Gangs. Oh, oh. Oh Gott, gegen die muss ich mich jetzt auch noch verteidigen. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Erschossen worden wieder mal. Ich hab dich gerecht gerade, ich hab dich laufen gesehen. Na komm, ich zeig dir mein Geschäft. Ich zeig dir mein Versteck kurz. Erik, geh mal ganz nach unten. Mist, ohne Radar sehe ich jetzt auch nicht, wo die auftauchen. Ja, wohl eigentlich finde ich das ohne Radar fast anspruchsvoller. Ja, das stimmt. Auch beim Deathmatch oder so. Finde ich das hier Problem weh. Ist, man sieht aber auch selber seine Health anzeigen. Ja? Hier ist ja auch ein geiles Versteck. Es gibt schon ein paar gute Verstecke. Das hier hinten war? Ah! Was denn? Ich bin gerade mit dem Auto Amok gefahren. Ach so. Ja, nichts Wildes. Aber der Krankenwagen, wo ich gerade eben war, ich verrate jetzt mal, ich helfe jetzt dem Gronk. Ja, ach, da war unten. Echt ein super Versteck beim Krankenwagen, weißt du? Ach, da haben wir uns gegenüber versteckt. Ich war auf der anderen Seite. Ach, der war so geil, Alter. Beim Krankenwagen da in der Lücke, den Krankenwagen so richtig zurechtgefahren, dass man da nicht vorbeirennen kann. So, dass es aussieht, als hätte irgendein NPC dann da hingesettelt. Ach, so hast du das gemacht, du Raffinierter. Boah. Ja. Das war ein super Versteck. Du hättest, glaube ich, noch lange gebraucht. So, ein Gangmitglied also, verbleibt. Also, der Tobi noch. Hat ja gesagt, er ist Auto gefahren. Das bedeutet, er müsste sich ein bisschen weiter unten befinden. Der Tobi rennt hier die ganze Zeit rum. Huch! Juhu! Bestanden! Yeah, 11 Kills, ich freue mich. Scheiß Gangangriff. So, weg. Das kann doch nicht wahr sein. Was denn? Ich bin jetzt auch schon mit dir am Suchen. Ich finde nicht mal dich. Tobi, weiße Karre? Nee, ich bin nicht mehr im Auto. Ach so. Oh, oh, oh. Alter. Haarscharf. Würde ja gerne runterspringen, ich trau mich nicht. Was ist denn ein Haarschaf? Ist das eine besondere Art? Guck mal, kennst du den hier? Ich hab den Benny. Wo war der Benny denn? Ich hab den so übel erwischt, den Benny. Der hat sich ein gutes Versteck, Benny. Ach, die Pandemie. Ich hab Haarklein abgesucht. Und wenn ich da runtergesprungen, hätte ich dich nicht gefunden. Schade. Jetzt musst du mitsuchen. Wer fehlt denn noch? Ja, Curry und Tobi. Ihr findet mich nie. Also schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder sagt mal Bescheid, ob ihr es mögt. Ich kann es echt nicht sagen, ob das lustig ist, spannend oder nicht spannend. Also es macht Spaß, aber ich glaube, ich bin ein besserer Verstecker als Sucher, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich weiß halt auch nicht, wie es ist. Ihr findet mich nie. Ja. Hast du dich da versteckt, wo ich mich versteckt habe, oder was? Mit Beleuchtung. Nee.
Der Tobi ist abgehauen, der ist ganz woanders. Richtig gut versteckt gerade. Der Benny hat sowas auch gesagt. Ach, das ist ironisch gemeint. Kann ich nur bestätigen. Irgendjemand hat mich. Oh. Benny hat mich. Sehr schön, Benny. Wo warst du denn? Aber Curry ist hinter der einen Kiste da. Was? So? Der muss ja jetzt eh platt machen. Geil. Na ey, das war total unfair. Naja, du musst aber zum Ende kommen hier. Ne? Ja, echt, das war jetzt auch mal hier. Genau. Machen wir mal ein Päuschen. Das war aber lustig. Ein cooles Experiment, finde ich, mit dem versteckten Spielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann alle zusammen wieder in der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Wow. Tschüss. Tschüss. Alter, tschüss ihr. Alter, tschüss, der Wallebürger, weißt du, kannst nicht lassen. In der nächsten Folge ohne Playmassive, natürlich, ne? Einfach alle weggeschossen, wie nice. Tschüss. Arschloch. Drecksack, Sackgesicht. Stinker. Das war doch ein spannendes Exkrement, wollte ich schon sagen. Experiment. Ein spannendes Exkrement auf jeden Fall. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht der beste Sucher bin in der Welt, aber verstecken kann ich mich wie ein Profi. Also nichts mit goldenem Schnatz und so bei dir. Nee, da ist, glaube ich, also goldenen Schnatz würde ich noch finden, da weißt du aber beim Versteckspiel versage ich. Das ist, bist du eher so ein, wie heißen die noch? Prügler. Ich bin eher so ein, obwohl Looter King klappt immer ganz gut. Ich finde immer alles Looter außer King. Heute. Interessant, interessant. Ja, und Double Jumps. Ja, und Double Jumps, also die finde ich immer. Grundsätzlich natürlich, in jedem Spiel. Tschüss, ihr Lieben. So, tschüss.